Ja, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße jetzt erstmal ganz herzlich die Hörer von 1Live und die Zuschauer von 1 Festival. Das WDR-Fernsehen ist etwas später dran. Die Kollegen schalten dann so um 10 nach 1 dazu. Wir haben Mittwochnacht. Mittwochnacht ist immer eine freie Runde, eine offene Themenrunde. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 5050, die Telefonnummer, die Mailadresse domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Maxi. Maxi ist 20. Guten Morgen. Genau. Moin, Domian. Maxi ist ein Mann. Genau. Ich dachte, eine Frau. Nee, Gott sei Dank nicht so. Maxi, um was geht's denn? Alles klar, eine kleine Einführung, also erstens mal würde ich sagen. Bitte. Geht um meinen besten Freund. Ja. 1,84, schwul. Ja. Sehr ungepflegt. Oh. Oh, ich dachte, die Schwulen werden immer so sehr gepflegt. Genau, das ist auch das Thema von gestern. Habe ich gestern versucht anzurufen. Ja. Das ist mir sehr peinlich. Ach so. Also er ist mir sehr peinlich. Er ist dir sehr peinlich. Genau. 1,84, schwul und ungepflegt. Ja, so kann man es nennen. Bist du auch schwul? Nein. Nein. Das ist dein bester Freund, dein bester Kumpel. Ganz genau. Dein bester Freund, ja. Ich kenne ihn jetzt quasi 10 Jahre. Ja. Und seit knapp 3 Jahren betreibt er keine Körperhygiene. Seit 3 Jahren betreibt er keine Körperhygiene? Nee. Putzt sich weder die Zähne, geht weder duschen noch baden regelmäßig. Aber er badet schon ab und zu mal oder duscht ab und zu mal. Einmal im Monat und man merkt es dann trotzdem nicht. Er putzt sich nicht die Zähne? Nee. Dann stinkt er doch wie eine Jauchegrube, oder? Teilweise schon, ja. Das andere überdeckt er einfach mit Aftershave oder anderem Kosmetika. Ja, so haben die Leute das früher auch gemacht, die Könige. Und ja, das kann womöglich sein. Wie hältst du das denn dann aus, wenn du mit ihm unterwegs bist oder in einem Zimmer sitzt oder im Auto sitzt und man sich relativ nahe kommt und er stinkt so? Ja, mittlerweile gar nicht mehr. Das ist auch der Grund, warum ich schweren Herzens allerdings unvermeidbar mich weiter von ihm distanziere. Ja, ja. Warum ist denn das so? Warum? Ich meine, du hast es ihm wahrscheinlich 100 Mal schon gesagt. Ach, 100 Mal nicht nur ich, meine Eltern, von meiner Freundin die Eltern, meine Freundin, Freunde, ja. Bekannte von ihm. Was ist mit ihm los? Warum tickt er so? Ja, das würde ich auch ganz gerne wissen. Das ist, gibt er mir, ja, er meint, er riecht es nicht, also ist es nicht schlimm. Na gut, aber wenn du es sagst als dein bester Freund, das hat ja Gewicht. Oder wenn es ihm andere auch sagen. Ja, es interessiert ihn anscheinend überhaupt nicht die Bohne, ne? Was macht er denn vom Beruf? Er ist jetzt im Moment Konditor in der Ausbildung. Wie? Und das als Konditor in der Ausbildung, das macht der Chef mit? Ja, anscheinend schon. Ja, sagen wir es mal so. Er hat das Verbot auf Arbeit gekriegt, sich gemeinschaftlich in dem Gemeinschaftsraum mit den Kollegen umzuziehen. Weil das er muss warten, bis die Kollegen alle fertig sind. Ach. Und weil das so stinkt, wenn er sich umzieht. Ganz genau, ganz genau. Wie, und der darf mit Torten und mit Kuchen und mit Gebäck hantieren? Ja, anscheinend schon. Da ist der Chef aber großzügig. Wenn ich der Chef wäre, dann würde ich sagen, Junge, entweder duschen oder raus. Tja, das sag mal dem Chef. Wie ist das denn bei ihm so mit Beziehungen? Hat er einen Freund? Er hat einen Freund. Der hat einen Freund? Ja, aber seit, ja, ich sag jetzt mal 3 Monaten. Und ich sag mal so, bei dem ist das nichts anderes. Ach so, da haben sich die beiden Richtigen gefunden. Anscheinend schon. Ob das jetzt, ich kann es nicht mal sagen, ob das jetzt vielleicht nur der Geruch ist, wenn ich da mal reinkomme, wenn der Freund da ist, ob das dann von meinem besten Freund ist. Mhm. Oder ob das gleichzeitig noch von seinem Freund ist. Der Geruch jetzt. Dann steht er wahrscheinlich irgendwie so auf dem Standpunkt, naja, mein Job, ich habe ja meine Lehrstelle, das funktioniert. Richtig. Ich habe einen Freund, das funktioniert, was soll ich mich anstrengen? Ja, so sehe ich das auch. Wie ist denn das mit seinen Eltern? Hat er Kontakt mit den Eltern, kennst du die auch? Der wohnt da. Der wohnt da sogar. Bloß das Problem ist, die sehen ihn, ja, wenn überhaupt mal eine halbe Stunde am Dach. Mhm. Und dann sitzt er meistens bei sich rum. Ja. Macht nichts. Du sagst, du kennst den seit 10 Jahren. Ja, 10 Jahre. Und das hat vor ein paar Jahren erst angefangen. Ja, ganz genau. War da irgendwas? Gab es da irgendein Ereignis? Eigentlich gar nicht, nö. Er wurde einfach irgendwann träge. Er wurde träge und das wird immer schlimmer. Und letztens, als wir in der Stadt gewesen sind bei uns hier, saßen wir in unserer Stammkneipe und man konnte sich echt nicht neben ihn setzen. Das war so penetrant, das war...
Ja, das grenzt zu schon der Perversität, würde ich sagen. Ich kann das immer noch nicht verstehen, dass der keine großen Schwierigkeiten da in seiner Konditorei bekommt. Ja, das frage ich mich allerdings auch. Ich meine, die haben ja alle einen Fokus auf ihn, wenn die ihm schon verbieten, sich gemeinsam in dem Umkleideraum umzuziehen. Das heißt, die wissen alle Bescheid. Ja, natürlich. Und der wird wahrscheinlich auch deshalb gestichelt und die Bemerkungen werden auch fallen. Ja, auf jeden Fall. Ist dem alles egal? Das ist ihm, auf Deutsch gesagt, so wie ich es ausdrücken darf, scheißegal. Und wenn er die Lehrstelle deshalb verlieren würde, wäre ihm das dann immer noch egal? Weiß ich nicht. Aber er hat jetzt übernächste Woche seine Prüfung und ich glaube nicht, dass sich jetzt da in der Zeit noch irgendwas ändern wird und dass die jetzt sagen, komm, fliegst raus oder machst da was. So, jetzt aber die Frage, du bist ein bester Freund, wie verhältst du dich weiter? Du hast gerade gesagt, du gehst mehr auf Distanz zu ihm, im wahrsten und umfassendsten Sinn des Wortes. Ja, pass auf, urlaubsmäßig, wir waren eine Woche im Urlaub. Mhm. Das war unerträglich, sag ich dir. Also das war der Urlaub, den Geruch musste ich, glaube ich, danach musste ich erstmal 2 Wochen Urlaub haben, den Geruch ausmachen. Habt ihr sogar auch noch in einem Zimmer gepennt? Ja, wir hatten so ein Wohnheim, sagen wir mal, so ein Wohnmobil, so ein Caravan. Ach, ein Wohnmobil auch noch? Da ist man auf allerengstem Raum zusammen. Ja. Das Schlimmste ist ja, wir fahren in Urlaub. Ich gehe mich morgens waschen, wie es so üblich ist. Mhm. Er geht mit. Mhm. Dann komme ich gerade morgens vom Urinieren wieder. Ist er schon wieder weg. Mhm. So, ich so, wieso bist du schon wieder weggegangen? Ja, ich bin fertig. Mhm. Er hat keine Zahnbürste dabei, keine Seife dabei. Das Einzige, was er gemacht hat, sich ein Glas Wasser ins Gesicht geschmissen, das war's. Unglaublich. Darauf ich in der Stadt Zahnbürste gekauft, ihm gegeben, Deo gekauft, Duschgel gekauft. Ja. Domian, das ist jetzt fast ein Jahr her und das Zeug, das steht immer noch eingepackt bei dem Schrank. Wie ist das denn, wenn er auch so nachlässig mit den Zähnen ist? Hat er nicht Probleme, Zahnschmerzen? Gar nicht, nee. Gar nicht? Nee, der geht einmal im Jahr zur Zahnreinigung, sagt er, das reicht. Ach, das macht er, immerhin, das macht er. Einmal im Jahr, ja gut, aber das ist so gut wie einmal Zähne putzen in 10 Jahren, ne? Dann möchte ich auch nicht der Zahnreiniger sein, der das bei ihm dann macht. Ich auch nicht. So, ist es jetzt so ernst, dass du sagst, ich stelle die Freundschaft zur Disposition? Also wenn das wirklich so weitergeht, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ich wohne bei meinen Eltern unten im Keller und wenn er reinkommt, das dauert keine 2 Minuten, dann entweder rennen die anderen Leute dann schon weg oder man kann es echt nicht mehr aushalten. Was ich wirklich komisch finde, ist, dass der so stur ist. Dass der es nicht begründet, dass ihm das völlig egal ist. Und das ist ihm vollkommen egal. Und wenn der wirklich ernst, also wenn der mitbekommt, dass es ernst ist, dass du sagst, ich kündige die Freundschaft, wäre ihm das auch noch egal? So wie ich bedenke und wie die Freunde von mir bedenken und meine Freunde bedenken, ja, das wäre ihm, glaube ich, mittlerweile auch egal, ja. Ja. Komischer Typ, ne? Ja, der ist richtig stur geworden. Ich weiß, ich sag's ihm fast jeden Tag. Das Schlimmste ist ja auch noch, seine Eltern haben hier bei uns 2 Kneipen, wo er jeden Nachmittag auch arbeitet. Mhm. Und ja, die Gäste, soweit ich das letztes Mal mitgekriegt habe, haben die das auch gesagt, aber da schaltet er auf stur und sagt, ja, dann geht doch woanders hin. Der ist so alt wie du, 20 Jahre. Ja, der ist jetzt, ja, wird jetzt 20 im Juli. Tja, ich würde das auch nicht aushalten, will ich dir sagen. Nee, ich würde es nicht aushalten, ich fände es irgendwann auch nicht mehr nur noch zum Schmunzeln oder ein bisschen ärgerlich, sondern ich fände es auch richtig blöd, weil er ja dich als Freund auch komplett ignoriert. Ja, natürlich. Und sich das Freund nicht ernst nimmt. In einer sehr engen Freundschaft muss man halt den Freund auch ernst nehmen. Ich meine, du willst ja auch für ihn das Beste. Und für ihn das Beste ist, wenn er einigermaßen gepflegt durchs Leben geht. Ja, natürlich. So von der Kleidung her ist das gar nicht mal das Schlechteste, was er immer so hat, ne? Ja. Nur, er hat auch, ja, er gibt zwar immer an, er hat so teure Hemden und was weiß ich nicht alles. Ja. Aber da hatte er mal vor, ja, ich sag mal, einem halben Jahr hatte er einen Freund. Ja. Und, ja, von dem hat er mal ein Hemd geschenkt gekriegt. Ja. Das hat er sage und schreibe 2 Wochen am Stück angehabt, ohne es zu waschen. Unglaublich. Unglaublich. Mit T-Shirts nichts anderes. Ich habe den letzte Woche gesehen, da hat er ein T-Shirt angehabt und seitdem habe ich jeden Tag, war ich kurz bei ihm, irgendwie was abholen oder wie auch immer, der hat jeden Tag das gleiche T-Shirt an. Maxi, ich würde an deiner Stelle auch wirklich auf Distanz gehen und halt riskieren, wenn die Freundschaft vorbei ist, dann ist er halt vorbei. Ist meine Meinung. Tja, wird schwer, ne? Ja, aber was bleibt dir anderes übrig, als das zu tun? Ja, das ist richtig. Also, ich habe dir meine Meinung gesagt. Ja. Mehr kann ich nicht tun. Nee, das verstehe ich wohl. Alles Gute. Wünsche ich dir auch, Domian. Ja, tschüss. Ciao. Juhu. So, ihr Lieben, jetzt kommt das wieder Fernsehen dazu. In ein paar Sekunden noch. Der Vorspann läuft und dann begrüßen wir auch die Zuschauer hier im WDR Fernsehen. Da seid ihr ja. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir bitten die Verspätung zu entschuldigen. Wir haben hier im Radio bei 1Live und bei 1Festival schon angefangen. Jetzt seid ihr auch da.
Also kann es volle Kanne losgehen. Wir haben Mittwoch, wie immer, eine freie Themenrunde. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail hineinschreiben. Ich bin verbunden jetzt mit dem Stefan. Und Stefan ist 38 Jahre alt. Guten Morgen, Stefan. Ja, guten Morgen. Hallo, Stefan. Um was geht's bei dir? Ja, worum geht's bei mir? Ich habe meine Tochter ist vor 10 Jahren vom Auto überfahren worden. Mhm. Und das ist natürlich schwierig. Wie alt war deine Tochter damals? 10. Vor 10 Jahren und sie war 10? Richtig. Mhm. Mhm. Wie ist das damals passiert? Ja, wie ist es damals passiert? Ja, ich bin von meiner Frau ich habe mich getrennt von meiner Frau, weil ich sie erwischt habe mit einem anderen Mann. Ja. Und habe auch da eine Körperverletzung und alles getätigt. Ich musste also für diesen Zeitraum ins Gefängnis. Mhm, meine Tochter ist dann von zu Hause abgehauen, wollte zu mir, wollte mich besuchen kommen, beziehungsweise wollte nur bei mir bleiben. Mhm. Und das ging zu dem damaligen Zeitpunkt nicht gut. Dann hat das Jugendamt, das Gericht erstmal so dann darüber entschieden, dass ich mit meiner Tochter und mit meinen anderen 2 Kindern im Hotel untergebracht wurde vom Jugendamt. Mhm. Aber das Jugendamt war auch direkt der Meinung gewesen, dass halt meine Kinder keine Kinder fürs Heim waren. Also die Kinder waren, das habe ich nicht ganz verstanden, die Kinder waren dir zugesprochen? Nee. Ja, die waren mir zugesprochen, weil meine Kinder nicht bei meiner Ex-Frau bleiben wollten. Meine Ex-Frau hat ja so ein bewandeltes Leben gehabt. Ja. Und was war das jetzt mit deiner Gefängnisstrafe? Wieso hast du die bekommen? Ja, weil ich halt, wie ich dann halt meine Frau mit dem anderen Mann im Bett erwischt habe, auch dann zusammengeschlagen habe. Ja, aber wie kannst du denn die Kinder zugesprochen bekommen, wenn du ins Gefängnis musstest? Ja, ich war ja zur Zeit erst in U-Haft gewesen und dann wurde der Haftbefehl ausgesetzt, solange bis halt die Kinder untergebracht waren. Ach so. Ja. Und ich konnte damals mit meiner großen Tochter darüber sprechen, als sie tot war, und habe ihr halt die Situation erklärt, dass das gesagt worden ist, dass sie so lange bei mir wohnen können, bis halt Pflegeeltern gefunden wurden. Was ist dann mit der 10-Jährigen passiert? Was ist an diesem... Ich kriegte an einem Tag richtig dann Anruf vom Jugendamt, dass ich halt dann mal vorbeikommen soll. Mhm. Dass halt Eltern gefunden worden sind. Ja, Patrick und Pia waren zu diesem Zeitpunkt im Kindergarten. Ich hatte die Sabrina dann bei mir gehabt. Bin mit der dann auf Richtung Jugendamt gegangen. Ja, Sabrina ist das Mädchen, was dann verunglückt ist. Richtig. Mhm. Habe ich dann unterwegs dann halt nochmal erzählt, dass das Jugendamt angerufen hatte und dass jetzt Pflegeeltern gefunden worden sind, dass wir die Zeit dann dahin müssen. Ja. Das wollte Sabrina nicht. Sie riss sich aus der Hand los und lief dann auf die Straße. Und dabei ist das passiert? Ja. Das heißt, nachdem du ihr das gesagt hast, ja, ist es passiert. Sie ist vor ein Auto gerannt und ist dann da an diesen Folgen des Unfalls gestorben. Ja, richtig. Ich habe sie dann halt eben noch mal am Arm gehalten, bis halt der Notarzt und Krankenwagen alles kam. Ja, der Krankenwagen hat dann noch alles versucht, der Notarzt. Ne? Die waren aber bestimmt doch. Hallo? Im Krankenwagen mit meiner Tochter dran und bis der Arzt rauskam und nur zu mir sagte, tut mir leid. Und Ich kann erahnen, dass du neben deiner Trauer, neben deiner unaussprechlichen Trauer, wahrscheinlich auch ein irres Schuldgefühl hast. Tja, Schuldgefühle, das ist gar kein ich weiß gar nicht, wie man es aussprechen sollte. Kann man nicht beschreiben. Nee, das kann man nicht beschreiben, das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Ja, und dann halt auf der Beerdigung bekommt man dann auch noch die Vorwürfe, weil meine Ex-Frau, die Freunde, Verwandte von ihr, also betitelte mich als Schwein und das war. Es ist, und sag ich ja, jedes Jahr am 13. Mai geht dann das selbe Spiel von vorne los, weil da ist der Todestag gewesen, der war gerade vor 2 Wochen und ich hätte am liebsten darüber regelmäßig zum Friedhof hin. Ich habe auch schon mehrere Selbstmordversuche hinter mir. Also die Kleine war da, als du ihr das erzählt hast, war die ganz entsetzt, dass sie zu Pflegeeltern soll. Ja, obwohl ich auch schon vorher mit ihr geredet hatte und da waren sie ja alle noch mit einverstanden. Mhm. Sie hat es dann noch so hingenommen gehabt. Mhm. Ja, mit 10 Jahren ist ja auch verständlich, dass man da irgendwie Angst hatte. Das Kind war ja eh wahrscheinlich schon völlig durcheinander, weil ihr euch nicht mehr verstanden habt. Richtig. Und die ganze Welt war aus den Fugen geraten für das Mädel. Ja. Und dann noch eine neue Familie und so weiter. Das ist ja ein unfassbar tragischer Fall, den du da schilderst. Ich sage ja jedes Jahr das Gleiche, das sind jetzt mal 10 Jahre her. Mhm. Ich sage bewusst, Stefan, ein unfassbar tragischer Fall, der ja dich wirklich in einer Schuld nicht trifft. Ja, aber nein, das ganz objektiv.
Ja, ja, ist mir schon klar. Ganz objektiv gesehen nicht. Aber die Schulverfolgung, die mache ich mir mein Leben lang. Ich habe mich dann immer gefragt, hättest ihr besser nicht auf der Straße gesagt, hättest ihr irgendwo auf dem Spielplatz gesagt, oder hättest gewartet, bis du beim Jugendamt gewesen bist. Das sind so verschiedene Sachen, die da halt einem im Kopf gehen. Natürlich. Aber das ist ja so etwas von unglaublich und unvorhersehbar, dass man natürlich im Nachhinein sagen könnte, ja, hätte ich es da bloß mal nicht gesagt. Aber das ist ein Selbstvorwurf, den man sich da macht, der menschlich sehr verständlich ist, aber objektiv falsch ist. Objektiv ist er falsch. Natürlich ist es falsch, klar. Sag ich jedes Jahr auf Neue, wenn die Woche davor anfängt, auch die Woche danach, ich würde mir am liebsten lieben Erdboden versinken. Sag ich, ich habe schon mehrere Selbstmordversuche, wo ich auch. Ja, aber du bist es nicht schuld, dass das Kind tot ist. Du bist es nicht schuld. Meine Ex-Frau getrennt hätte oder sonst irgendwann wäre sowas auch nicht passiert. Ja, aber das ist ja eine Verkettung von ganz vielen Ursachen, die jetzt in eurer Vergangenheit liegen. Eure Beziehung hat nicht gestimmt, du hast sie von der Ex-Frau getrennt und so weiter. Ja. Natürlich, letztendlich schuld seid ihr vielleicht im weitesten Sinne, ihr die Eltern, aber wiederum, wenn ihr euch nicht mehr verstanden habt, kann man auch nicht von Schuld sprechen, dass ihr euch getrennt habt, weißt du? Das kann man nicht, man kann es nicht. Na gut, ich habe mich dann ja auch immer so für diese gefragt, was hat die Ex-Frau für einen Sinneswandel erlebt, dass die Kinder nicht bei ihr bleiben wollten. Was ist denn mit den anderen Kindern heute? Meine Tochter Pia ist noch bei ihrer Pflegeeltern, dieser Papa, ich gehe auf jeden Fall nicht zurück. Ja. Und das heißt aber, du hast mit der Tochter Pia, hast du Kontakt? Ja, ja. Regelmäßigen Kontakt? Ja. Wie alt ist die Tochter heute? Die ist 14. 14, Und es gibt noch ein Kind? Ja, das ist der Patrick, der ist 17, der ist letztes Jahr im August wieder zu meiner Ex-Frau zurück. Hast du mit dem auch Kontakt? Nein. Das wurde mir untersagt. Warum? Weil meine Frau eine Gerichtsverfügung erwirkt hatte, dass ich dann halt mit meinem Sohn keinen Kontakt aufnehmen dürfte. Wegen halt meiner Vorgeschichten und wegen halt, dass ich in Haft war. Ne? Ach so. Also bist du doppelt und dreifach gestraft? Ja, so kann man es annehmen. Das heißt, das ganze Leben fertig zu werden, ist nie einfach. Verstehe. Das heißt, der Junge, erst wenn er erwachsen ist und auf eigene Gedanken kommt, kann von sich aus irgendwann mal Kontakt zu dir aufnehmen. Ja. Und fragen, was war damals los? Sprichst du mit deiner Tochter Pia, die jetzt 14 Jahre ist, sprichst du mit der über das schlimme Unglück damals? Wenig. Das Jugendamt sagt mir zwar immer, wenn meine Tochter Pia mich drauf anspricht, soll ich zwar mit ihr so darüber sprechen, aber jetzt über Einzelheiten, so wie es damals passiert ist, soll ich es besser erstmal lassen. Weil sie noch zu jung ist, ja. Ja, es werden sicher irgendwann, wenn schon die Fragen kommen von ihr. Natürlich, sie fragt ja auch so zwischendurch, hat sie anfangs gefragt, wo ist Sabrina und. Ne? Und was hast du ihr geantwortet? Ja, was habe ich ihr geantwortet, dass sie gestorben ist. Ja, du hast da schon die Wahrheit gesagt. Natürlich. Ja, das ist auch richtig so. Wollte auch das Jugendamt haben. Ja, finde ich auch richtig. Man sollte halt nicht die Einzelheiten. Natürlich nicht, das kann man nach und nach dann machen, wenn sie älter ist. Ja. Jetzt hast du, ich sag nochmal, diese schwere Trauer. Das Kind zu verlieren ist ein unermessliches Unglück und du hast diese Schuld. Hast du in diesen 10 Jahren dir irgendwo mal professionelle Hilfe gesucht, um mit der Schuld fertig zu werden? Nein. Musst du? Nein. Musst Nein. du? Gar nicht. Ich habe auch zwischendurch mal versucht und aber ich habe mich dann immer gefragt, wer kann mir denn dabei helfen? Die Schuld zu nehmen kann keiner helfen, weil es ist halt passiert. Nein, aber du kannst mit Fachleuten, mit Leuten, die sich nun wirklich auch mit der Seele und der Psyche gut auskennen, kannst du sehr viel und sehr eingehend darüber sprechen. So wie wir jetzt auch mal darüber sprechen, aber nur natürlich im Rahmen eines Interviews im Fernsehen und im Radio. Aber da bist du wie bei einem Arzt und kannst vielleicht über einen langen Zeitraum dorthin gehen. Und da kann man ganz, ganz viel und auch ganz in die Tiefe gehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du gar nicht so viele Menschen hast, mit denen du darüber sprichst. Gar keinen. Siehst du. Das heißt, du frisst das alles in dich hinein. Klar, ich habe mich auch ganz aus dem Leben zurückgezogen. Ich wurde zwischendurch jetzt auch wieder von mehreren Frauen dann verarscht und das. Mhm. Was machst du denn? Hast du einen Job? Ich bin im Moment in der Umschulung. In der Umschulung, na immerhin. Also da ist was im Gange. Ja. Ja. Aber das ist gut. Die Umschulung, ob das was bringt oder nicht, man ist gedanklich immer woanders. Verstehe, aber weißt du, ich würde mich an deiner Stelle auch ein bisschen orientieren daran, da sind ja noch 2 andere Kinder. Da ist deine Tochter Pia, mit der du Kontakt hast und hoffentlich noch weiter und intensiveren Kontakt hast. Natürlich, ich
sage ja auch, wenn ich meine Tochter sehe, meine Tochter Pia sehe, und das, es kommen ja immer wieder Erinnerungen hoch. Ja, und da ist aber auch noch der andere Sohn, Ja, klar, da muss ich ja erstmal warten, bis der erstmal alt genug ist oder irgendwann noch von sich selber kommt, sagt, ich möchte meinen Vater. Genau, musst du warten, genau. Nein, ich will auch darauf hinaus, dass du dich jetzt auch allein schon deshalb, weil da noch zwei andere Kinder sind und für die du dir auch eine Verantwortung trägst, direkt oder indirekt, eigentlich alles daran setzen müsstest, dass du stabil wieder wirst. Sowohl in deinem Leben, du machst eine Umschulung, hoffentlich klappt das, dass du irgendwann einen Job findest, aber dass du seelisch stabil wirst. Dass du natürlich dieses immer im Kopf haben wirst, das ist mir völlig klar. Das ist mir völlig klar, Stefan. Aber dass es dir etwas leichter wird, damit zu leben, das wäre das Ziel, wenn du dich in eine Therapie begeben würdest. Das ist immer einfach gesagt, man will ja irgendwo in eine Therapie gehen, wo man nachher als bekloppt oder sonst. Ach Quatsch, Quatsch. Du rufst mich da auch an und ich halte dich auch nicht für bekloppt. Es ist schwierig halt mit den ganzen Situationen so umzugehen, auch dann so offen darüber zu reden und was. Und das auf einer Seite ist es ja anonym, man sieht einen nicht, man kennt einen wirklich. Mhm. Aber du musst dir das vorstellen, wenn du da bei einem Psychologen bist, das ist genauso wie bei einem Arzt. Du sitzt alleine mit diesem Menschen in einem Raum, der unterliegt der Schweigepflicht und da kannst du genauso offen quatschen, wie du jetzt hier bei mir geredet hast. Mhm. Ich respektiere und erahne wirklich, was in dir los ist, Stefan. Und deshalb sage ich dir das. Das kann sich keiner vorstellen. Nein, nachvollziehen kann man das nicht, das ist mir schon klar. Ich sage dir nur, ich mit Respekt erahne ich das, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Und gerade deshalb möchte ich dir das so sehr ans Herz legen, dass du einen weiteren Schritt gehst. Der erste Schritt war jetzt, dass du hier angerufen hast. Der nächste Schritt wäre, dass du gleich mit meiner Psychologin mal redest. Kann ja auch nichts schaden. Ja. Die kann dir mal ein paar Telefonnummern und Adressen an die Hand geben, wo du vielleicht hingehen könntest. Das musst du natürlich dann auch alleine machen. Natürlich, klar. Logisch. Ich würde es dir wirklich dringend raten. Ja, ich versuche es. Sei ja beim letzten Mal jetzt am 13. am Friedhof war und das war genau auf Sonntag, war Muttertag gewesen. Mhm. Da haben wir am liebsten daneben gelegt, das Friedhof. Ja, klar. Und ich glaube, das wird immer schlimmer, wenn du nur im eigenen Kreis gehst und wenn niemand da ist, mit dem du dich besprechen kannst. Ja. Lieber Stefan, meine Psychologin heute Nacht heißt Anja. Ja. Die Anja, du legst bitte auf und die Anja wird dich gleich anrufen. Ja. Das kann noch ein paar Minuten dauern, ich weiß nicht, was egal, wie viel sie zu tun hat. Ja. Aber du bekommst einen Rückruf und dann könnt ihr in Ruhe sprechen. Ja, ist gut. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute, Stefan. Ich danke dir. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Unsere kostenfreie Telefonnummer für euch oder Mail domian@wdr.de. So, weiter geht es mit der Sarah. Sarah ist 20 Jahre alt. Hallo Sarah. Hallo Domian. Um was geht's bei dir, Sarah? Ich habe schon mal am 9. angerufen wegen Leukämie. Ah, ich weiß. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja, natürlich. Ich erinnere mich sehr gut. Du hast mir, wann war das? Am 9. Mai. Am 9. Mai. Du hast mir erzählt, dass du die schlimme Diagnose bekommen hast. Du bist erst 20 Jahre alt, dass du an Leukämie sterben wirst. Mhm. Dass alle Therapien, die möglich sind, gemacht wurden. Genau. Und das war für mich ein sehr, sehr bewegendes und auch trauriges Gespräch, weil du ganz allein in der Welt gestanden hast. Weil es irgendwie keine Familie gab und es gab nur eine Freundin, mit der du gechattet hast in Ostdeutschland, die wusste aber auch nicht so richtig Bescheid. Genau. Was ist denn seit unserem Gespräch passiert? Also nach dem Gespräch habe ich meine Verwandtschaft von mir hat die Sendung gesehen, meine Tante und mein Onkel. Mhm. Und die haben halt meine Stimme erkannt, von früher halt noch. Ja. Und die haben dann haben dann im Telefonbuch meine Nummer rausgesucht und haben sich halt bei mir gemeldet. Ja. Dann bin ich zu denen gezogen. Ach, das ging dann alles so ganz schnell? Ja. Ich weiß ja nur, das fällt mir jetzt auch gerade ein, dass wir nach unserem Gespräch ganz, ganz viele Anfragen bekommen haben per Mail, die mit dir Kontakt haben wollten. Genau. Das hat meine Redakteurin, hat dir ja dann alles geschickt und zukommen lassen. Genau. Was ist daraus geworden?
Also ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, da irgendwie Kontakt aufzunehmen, weil ich direkt nach dem Gespräch mit der Sabine, mit der Psychologin von euch. Das war meine Psychologin, ist ja, genau. Bin ich halt zwei Tage später ins Haus Lebenswert gegangen. Das ist halt so eine Stiftung für Krebskranke. Genau, das ist hier in Köln. Und das hat meine Psychologin dir empfohlen, dass du dahin gehen solltest, ja? Und da habe ich halt ganz viele nette Leute kennengelernt. Wie toll. Freunde auch in meinem Alter und so. Mit denen hatte ich halt die letzten Tage auch Spaß. Ja. Und vorgestern habe ich auch nochmal mit Sabine telefoniert. Da ging es mir eigentlich noch super gut. Mhm. Das weiß ich jetzt gar nicht, dass die Sabine nochmal mit dir telefoniert hat. Freut mich aber auch, dass ihr noch in Kontakt wart. Ja, und gestern ist halt bei mir ein ganz schwerer Krankheitsschub gekommen. Ich habe halt hohes Fieber bekommen und musste in die Klinik. Ja. Und du rufst jetzt aus der Klinik auch an? Genau. Mhm. Ja, und ich werde halt jetzt auch in der Klinik bleiben. Ich darf halt nicht mehr nach Hause. Das heißt, dir geht es sehr schlecht im Moment. Mhm. Hast du im Moment, während wir sprechen, auch Fieber? Nee, ich bin an Infusionen angeschlossen. Ach so. Das ist alles also im Griff. Das heißt, da ist in den letzten Wochen noch ein paar ziemlich schöne Sachen sind da passiert. Mhm. Ungewöhnliche Sachen, die ja ganz anders waren als das, was du mir bei unserem Gespräch geschildert hattest. Das war ja ganz traurig und einsam, was du erzählt hattest. Aber jetzt ist es sehr ernst. Genau. Mhm. Aber also die Ärzte haben gesagt, es kann nicht mehr lange dauern. Mhm. Also ein halbes Jahr schaffe ich nicht mehr. Mhm. Das hattest du, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, ne? Dass die gesagt haben, ein halbes Jahr ungefähr. Ja, genau. Und dadurch, dass ich mal meinen Zustand jetzt so verschlechtert habe und ich auch nicht mehr nach Hause kommen werde, haben die gesagt, dauert nicht mehr lang. Aber könnte es denn vielleicht doch nicht die Hoffnung geben, dass es nochmal ein bisschen besser geht und du vielleicht dann doch nochmal für ein paar Wochen nach Hause könntest? Also laut meinen Blutergebnissen, also heute die Ergebnisse, die gekommen sind, ist es total schlecht. Mhm. Mhm. Aber es werden dich ein paar Leute besuchen kommen. Klar. Deine Verwandten? Meine beste Freundin kommt auch, weil ich habe am Freitag Geburtstag. Ist das die, von der du mir erzählt hast? Ja, genau, aus Halle. Aus Halle, genau, aus Ostdeutschland. Genau. Und die weiß jetzt auch richtig Bescheid, wie ernst die es ist. Die weiß richtig Bescheid, die hat aus Zufall die Sendung gesehen. Ehrlich, hat die auch gesehen, die Sendung? Ja, die konnte schlafen. Ach. Und dann hat die halt WDR eingeschaltet, weil ich wusste gar nicht, dass sie das überhaupt da empfangen und so. Ja, und dann hat die alles mitbekommen und nachdem ich mit Sabine aufgelegt hatte, habe ich einen Anruf von ihr bekommen. Noch in der Nacht von deiner besten Freundin. Genau. Und du hattest ja so ein bisschen Angst, dass deine beste Freundin ein bisschen sauer war, weil du ihr noch nicht die Wahrheit gesagt hattest. Ja. Aber das war nicht so. War gar nicht so. Davon bin ich auch ausgegangen. Sie ist auch, zwei Tage später ist sie auch nach Köln gekommen. Jetzt hat sich freigenommen und ist halt hier hingekommen. Und sie kommt am Freitag wieder. Freitag ist der Geburtstag? Ja. Da wirst du 21. Ja. Sarah, wenn die Ärzte jetzt gestern und heute gesagt haben, dass das jetzt noch alles viel schneller geht, voraussichtlich je nach aufgrund der Blutwerte, hast du jetzt eine besonders große Angst oder eine größere Angst noch als vorher? Klar, meine Angst ist, dass ich mich von den Leuten, die mir jetzt am Herzen liegen, gar nicht mehr verabschieden kann. Meine Angst ist, ich kann heute Abend einschlafen und morgen nicht mehr wach werden. Vielleicht werden ja ganz viele dich jetzt auch wieder hören. Das ist doch schon mal ganz gut. Ich wollte mich auf jeden Fall bei den Leuten bedanken, die mich also angeschrieben haben. Tut mir auch leid, dass ich mich nicht gemeldet habe, aber war so viel Stress. Du hast Angst davor, dass du den Leuten, dass du dich nicht mehr verabschieden kannst. Ja. Hast du ja auch Angst vor dem, was dir da bevorsteht, nämlich das Sterben? Ja, eigentlich schon.
Hätte ich auch, Sarah. Hätte ich auch. Hätten alle, die jetzt zuhören. Ist auch ganz normal. Das ist alles so ungewiss. Denkst du darüber nach, was nach dem Tod ist? Nee, nicht so wirklich. Ich versuche mich eigentlich so viel wie möglich davon abzulenken, nicht daran zu denken. Ja, ist auch gut so. Hast du Schmerzen im Moment? Nee, ich habe schmerzlindernde Medikamente und alles. Also die Ärzte haben halt gesagt, die werden mir das so schmerzlos machen, wie es nun geht. Jetzt ist die Angst, es ist jetzt Nacht, wenn du einschläfst, dass du vielleicht morgen früh gar nicht mehr aufwachst. Genau. Du wirkst so tapfer, Sarah. Du wirkst so tapfer, muss ich dir sagen. Habe ich übrigens auch gehört von vielen Leuten, die das gesagt haben nach deinem letzten Anruf. Die waren alle ganz, ganz beeindruckt von dir, weil du so ein tolles Mädchen bist. Wirklich, ich sag's dir mit ehrlicher, tiefer Überzeugung. Du bist überhaupt nicht jammerig. Und das, selbst das würde man jedem Menschen verzeihen. Du bist so tapfer, so toll. Ja, ich denke mir, jammern bringt nichts, weil das ändert auch nichts an der Situation. Ich habe versucht, die letzten Tage das Beste draus zu machen. Hab wirklich viel unternommen. Mein letzter großer Wunsch, den werde ich mir morgen nicht erfüllen können, habe ich mich auch schon mit abgefunden. Was wäre das gewesen? Morgen ist die Premiere von Fluch der Karibik 3. Ja. Und den wollte ich eigentlich gerne gucken, aber... Das geht nicht. Nee. Wo wäre das gewesen? In Köln? Ja. In Köln. Nun wollen wir mal hoffen, dass du deinen Geburtstag auf jeden Fall erlebst am Freitag. Das ist ja auch nun schon übermorgen. Ist denn da irgendwie was geplant? Das ist ein paar... Also du sagst, deine beste Freundin wird kommen... Ja, meine beste Freundin, mein Onkel, meine Tante, halb die Freunde aus dem Haus lebenswert werden kommen. Ich darf auch für 3 Stunden nach Hause. Ach so, das ist erlaubt, wenn du einigermaßen stabil bist. Ja, also wenn es mir gut geht, darf ich für 3 Stunden nach Hause. Freust du dich darauf? Ja, sehr. Sehr. Du hast gerade einen tollen Satz gesagt. Ich habe das Beste noch draus gemacht jetzt, die letzte Zeit, die ich hatte. Das ist ja auch schon mal sehr gut, wenn man das so sagen kann. Die meisten Menschen machen nicht das Beste aus ihrer Zeit. Die vertrödeln die Zeit. Nachdem ich mit Sabine gesprochen habe, hatte ich auch eigentlich wieder so einen neuen Lebensmut geschöpft. War eigentlich auch wieder total euphorisch, dass ich irgendwie was ändern will, dass ich mich nicht hängen lassen will und so. Und das habe ich halt auch die letzten Tage gemacht. Vorgestern habe ich halt Sabine auch erzählt, so, dass ich sogar ein Jobangebot bekommen habe, was eigentlich auf meine Krankheit dann abgestimmt wurde. Aber kann ich ja jetzt alles vergessen. Möchtest du denn, dass meine Psychologin, die Sabine, die ist leider heute Abend nicht hier, dass die dich nochmal ganz schnell, vielleicht morgen anruft? Ja, wäre schon nett. Dann werde ich das heute Abend noch organisieren, dass sie sich morgen bei dir meldet. Sie hat ja deine Telefonnummer. Jetzt erzähl mir doch nochmal kurz, Sarah, ich bin ja ganz baff mit deinen Verwandten. Die haben die Sendung gehört und haben sich dann bei dir gemeldet. Wie lange hattest du denn keinen Kontakt zu den Verwandten? 7 Jahre. 7 Jahre? Und war das dann eine große Freude, sich dann wieder zu sehen? Ja, schon, weil vor 7 Jahren haben wir uns eigentlich gut verstanden. Und die Verwandten wohnen auch in der Nähe von Köln? Ja, die wohnen eigentlich, ich wusste das gar nicht, die wohnen direkt nebenan im Ort. Ach so,
Also ganz, also keine Komplikationen, dass man weit fahren muss oder so. Nee. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie sich auf der Schelsig auskennen. Ja, so nennt man die andere Rheinseite hier in Köln. Ja, in Deutz und sowas. Also ja. Ich wohne in Orelweide und meine Verwandten in Höhenhaus, also direkt um die Ecke. Jetzt hast du dich ja noch mal hier bei mir gemeldet. Was war so der Grund dafür? Kann ich gar nicht sagen. Weißt du, ich freue mich. Ich wollte einfach halt, ihr habt mir so geholfen und ich wollte einfach euch sagen, wie es jetzt weitergeht und was passiert ist. Und ich finde das auch ganz toll, weil so viele Menschen an dir Anteil nehmen, an deiner Geschichte. Und jetzt hast du selbst gesprochen und hast erzählt, was in den letzten Wochen passiert ist. Und das war gut, was passiert ist. Jetzt ist es im Moment ernster. Ja, wir sind alle bei dir und drücken dir die Daumen. Und es ist gut, dass du angerufen hast. Und ich habe mich wirklich jetzt sehr gefreut, dich auch nochmal zu sprechen, Sarah. Und mein Herz ist bei dir. Dankeschön. Ich habe mich auch sehr über die Autogrammkarte von dir gefreut. Tja. Die steht bei mir auf dem Nachtschrank. So, und ich verspreche dir, dass wir alles heute Nacht noch stricken werden, dass die Sabine morgen früh Bescheid weiß, dass sie dich anruft. Das wäre nett. Ja. Und alle wir, die jetzt hier zuhören, im Fernsehen, im Radio, schicken jetzt gemeinsam ganz viele gute Gedanken und die aller liebsten Wünsche zu dir in die Klinik. Dankeschön. Alles Liebe. So. Domian, ich habe eine Frage. Mhm. Also mir geht's gerade nicht so gut. Könnte ich noch trotzdem mit Anja sprechen? Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, sicher. Das ist also meine Psychologin, die heute Nacht hier ist. Ne? Ja, gar keine Frage. Weil das Gespräch hat mich doch gerade schon sehr mitgenommen. Und angestrengt, ne? Ja. Okay, dann beenden wir es jetzt auch. Liebe Sarah, nochmal die allerbesten Wünsche von uns allen. Und du kennst das ja, du legst auf und die Anja ruft dich dann gleich an. Okay, danke schön. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit dem Johannes. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Johannes ist 34. Hallo, schönen guten Morgen, Domian. Johannes. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mit meiner kleinen Geschichte jetzt überhaupt noch anfangen soll, nachdem ich dieses couragierte junge Mädchen gerade erlebt habe, wie die dem Ganzen entgegensteht und mit was für einer Sensibilität und Auffassung und jetzt durch euch neu gewonnenen Lebensmut nochmal ganz toll. Also bin ganz baff. Ja. Ach, okay. Aber in dieser Sendung melden sich alle Leute zu Wort und da kommen dann ganz verschiedene Themen halt auch hintereinander dran. Und ja, insofern ist es okay, wenn du jetzt auch dein Anliegen und deine Geschichte erzählst, Johannes, weswegen du anrufst. Also, wir haben vor 12 Jahren mal telefoniert. Ach. Ich erwarte bei Millionen Gesprächen nicht, dass du dich erinnerst. 12 Jahre ist lange her, ja. Ja, es ging damals um das Thema Homosexualität und wie man nach dem Coming-out damit umgeht. Das war auch noch relativ, also ich weiß nicht, wie lange ist das her, dass du auf Sendung bist? Ja, 12 Jahre. Ach so, nein, dann war das im ersten Jahr, okay. Mhm. Und war wohl auch eine der ersten Male, dass das Thema war. Und für mich war damals immer das große Problem, dass ich halt aufgrund meines eigenen Coming-outs, was damals schon ein paar Jahre her war, für mich meinen großen Lebenstraum, nämlich irgendwie auf diesem Planeten langfristiger zu existieren als ein Leben lang, nämlich in Form meines Kindes, dass ich das irgendwie nicht verwirklichen könnte als schwuler Mann. Das war jetzt sehr elegant ausgedrückt. Ja, gut. Es ist auch ein bisschen pittoreskes Thema. Ja. Weil es ging nämlich dann so weiter, dass ich, das war damals so, dass ich mit meinem Freund, wir haben uns das eigentlich zusammen gewünscht irgendwie und dann haben wir uns aber kurz danach aber nicht deswegen getrennt. Und mittlerweile bin ich glücklich verpartnert, seit 4,5 Jahren. Mhm. Und meine Cousine, ihres Zeichens Lesbe, hat ein befreundetes Lesbenpärchen, die auch verpartnert sind und ja, da war es so, dass die vor einem Jahr ungefähr, also vor einem Jahr fing es ungefähr an und im Juni hatten wir uns dann nach 5 Gesprächen darauf geeinigt, weil die auf der Suche nach einem nicht anonymen Samenspender waren, dass ich das mache. Mhm. Und ja, jetzt ist letzten Monat die Kleine zur Welt gekommen. Ach. Ja,
Du bist jetzt Papa. Also ich bin biologischer Vater. Das ist ganz erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist, danke. Ich freue mich auch riesig. Also, das also ist so. Du hast die Samenspende dann abgegeben und. Also ich war bei denen zu Hause und habe das dann bei denen zu Hause quasi. Das war noch ganz lustig, als ich reinkam. Es war halt klar, dass es an dem Tag sein würde. Es war halt auch von ihrem Frauenarzt so errechnet und dass es auch wahrscheinlich ziemlich bald funktionieren würde, weil da halt noch nie eine Pille oder irgendwas im Spiel war. Mhm. Und dann stand sie halt mit einem riesen Joghurtbecher da, beide. Und da habe ich dann als erstes irgendwie, das sind vielleicht nicht die richtigen Größenmaßstäbe gewesen. Ja. Und ja, dann habe ich ein anderes Gefäß bekommen und ja, dann habe ich das abgegeben. Und dann, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann haben die das dann, nachdem ich wieder verschwunden war, dann in einer Spritze aufgezogen und initiiert. Und ja. Und es hat sofort geklappt. Jeder Schuss ein Treffer, ja, genau. Das ist ja unfassbar. Ja, das finde ich auch. Also, freust du dich jetzt, dass du eine Tochter hast? Also ich freue mich grundsätzlich, dass also wir haben das ja alles dann auch besprochen und waren auch gemeinsam beim Notar, weil es ja alles laut deutscher Gesetzgebung, die ja so wahnsinnig weit ist im Vergleich zu vielen anderen, zum Beispiel osteuropäischen Ländern oder so, also ironisch gemeint, ist es so, dass das ja alles relativ illegal ist. Ja. Und wie ist jetzt die Regelung? Bist du anerkannter Vater und hast auch Ich bin unter uns dreien ja, und wenn es zu Schwierigkeiten kommen würde, also wenn die sich irgendwann anders verhalten sollten, als wie wir das abgesprochen haben, dann könnte ich quasi auch auf dieses Schriftstück dann mich rückbeziehen. Ach so. Aber ich bin nicht anerkannter Vater, weil wir das halt auch ganz klar für die Kleine eindeutig trennen wollten. Die beiden Mädels sind quasi ihre Mütter. Ja. Und so soll es auch bleiben. Also und wirst du denn an dem Gedeihen und Aufwachsen des Kindes teilhaben? Ja, also in dem Maße, wie die Mütter, mit denen ich mich wirklich gut verstehe. Mhm. Und die Kleine, das dann vor allen Dingen, das ist entscheidend, dass sie eben ihre biografische Arbeit dann, also man nennt das ja biografische Arbeit dann, dass sie das dann halt nachvollziehen kann. Und je nachdem, wie sehr die Kleine mich irgendwann braucht oder dann irgendwann große, in dem Maße bin ich dann auch da. Ja. Aber du bist jetzt nicht so der offiziell eingetragene Vater. Der Vater ist jetzt. Nee, das bin ich auf diesem Schriftstück, das quasi auch beweist. Ja. Aber das bin ich nicht offiziell anerkannt. Also sie hat, das muss man ja dann beim Standesamt dann irgendwie angeben, hat gesagt, das sei ein One-Night-Stand irgendwo gewesen. Mhm. Warum ist das so geregelt? Man hätte es doch auch so regeln können, dass du wirklich auch der offizielle Vater bist. Ja, nur. Mit allen Rechten und Pflichten. Das geht aus beruflichen Gründen bei mir nicht, weil ich, genau wegen den Pflichten, wegen einer finanziellen Verpflichtung, der ich nicht nachkommen kann, obwohl ich es gerne würde. Ach so, na gut, dann vertiefen wir das jetzt nicht noch weiter. Wie ist das geplant? Danke. Das heißt, du wirst regelmäßig die beiden Mütter in Anführungszeichen besuchen und die Kleine kommt dann, wenn sie ein bisschen größer ist, auch regelmäßig dich besuchen. Ja, das ist also so ganz im Detail. Wir haben halt, wie gesagt, sie entscheidet halt vor allen Dingen ab so einem Alter, wo sie dann eben auch das Bewusstsein hat, weil irgendwann wird sie halt dann spätestens im Kindergarten dann halt auch mitkriegen, dass bei allen anderen irgendwo zumindest ein biologischer Vater ist. Ich meine, also wer wächst noch in der klassischen Hetero-Elternschaft auf? Wird denn der Kleinen von Anfang an auch erklärt, dass du der Papa bist oder bist du irgendein Onkel? Dass es einen Papa gibt und... also noch kriegt sie es ja halt nicht mit und bei meinem Erstkontakt, als ich sie jetzt das erste Mal gesehen habe, eben mit der Cousine zusammen, war es so, dass sie da das Wort noch nicht benutzt haben, aber das hat an meinem Gefühl oder an meinem Zustand des Zufriedenseins. Also du bist jetzt so ein bisschen auf das Wohlwollen der beiden Frauen angewiesen, ne? Naja, also da die halt auch schon seit Jahren mit meiner mit dem Verbindungsglied meiner Cousine eben befreundet sind ich halt auch diese Gespräche, die wir da hatten, das waren halt insgesamt, weiß ich nicht, 20 sehr intensive Stunden, die wir das alles. Also du vertraust ihnen. Ich vertraue ihm. Mein bester Freund ist auch Psychologe und der hat mich auch beraten und der ist zufällig auch in der Elternberatung auch. Ich meine, es ist ja für dich auch sehr wichtig. Dafür hast du es ja wahrscheinlich auch getan, dass du eben ein Kind hast und das Kind auch aufwachsen siehst. Ja, genau. Und auch in Teilhaben kannst und eben nicht, dass es nur alle Vierteljahr einmal mal siehst oder ja, so. Ja, genau. Und auch wegen diesem ursprünglichen eben erwähnten Gedanken, dass du möchtest das zurücklassen auf der Welt. Ja, genau. Also deswegen machen das Heteros auch, wenn sie das vielleicht nicht ganz so natürlich, gut haben, ja, wahrscheinlich na klar. Auch, ne? Ja, ist ja auch legitim. Ja, ist so. Ja. Danke. Okay. Was sagt denn dein Freund dazu? Also Mann und dein Mann, entschuldige. Ja, kein Problem. Nee, nur da muss man ja immer
nochmal darauf hinweisen. Mhm. Das war so, dass es erst in der Theorie, als die Idee kam, weil er auch schon einiges älter ist und wir halt auch schon mal früher überlegt hatten, ob wir vielleicht auch in Flickshop gehen oder so. Mhm. Und das geht aber ja wegen diesem, man muss ja die beiden Altersgruppen dann addieren und dann durch zwei teilen und das darf dann ja nicht über 35 sein. Ja, ja, das ist alles komisch. Ja, ja, ja. Ja, genau. Und das wäre eben bei uns nicht mehr gegangen und dann hatten wir eigentlich vor 3 Jahren oder so den Kinderbund eben schon an ACTA gelegt, bis dann eben diese Idee dann aufkam. Freut er sich jetzt mit? Er war nicht mit bei den Treffen, weil das ist ihm noch zu früh und das ist ihm alles auch noch zu frisch, aber grundsätzlich freut sich, ja. Er freut sich für mich. Mhm. War das für dich egal, ob es ein Mädel oder ein Junge wird? Ja, lustigerweise ja. Das war für dich egal und war das für die Frauen auch egal? Ja. Also sie haben nie gesagt irgendwie, dass es, also genau wie bei allen anderen, Hauptsache gesund. Ja, also ja. Und da haben wir halt auch Glück gehabt, also. Ja, also, ich meine, das ist alles sehr ungewöhnlich, aber ich finde das durchaus okay. Und ja. Wenn das alles ordentlich geregelt wird und wirklich dann auch so abläuft, dass das Mädchen seinen Vater dann immer sehen kann und auch einen Bezug herstellen kann zu dem Vater. Ja, ich will nicht irgendwann bei Kai Pflaume sitzen in 20 Jahren. Ja, genau. Finde ich das doch eigentlich eine tolle Sache. Ja, eben, genau, weil... Dagegen spricht gar nichts. Und die beiden sind so liebevoll und die haben so viel Liebe füreinander und die haben so viel Liebe für das Kind. Und die austragende Mutter hatte auch vorher schon eine Beziehung mit einer Frau, die ein Kind mit in die Beziehung gebracht hat und hat in diesen 5 Jahren eben auch ihren eigenen ganz persönlichen körperlichen Kinderwunsch auch nochmal stärker ausgeprägt. Außerdem, wir alle jammern, dass wir zu wenig Kinder haben in Deutschland und ihr habt jetzt dazu beigetragen, dass wieder ein neuer deutscher Erdenbürger mehr im Lande ist. Ein weiteres Regenbogenkind. Ja, Johannes, nach 12 Jahren erzählst du mir so eine schöne Geschichte. Ja, wer hätte das gedacht, dass es noch so eine schöne Wendung gibt? Ich sag's dir und ich bin gespannt, was du mir in 12 Jahren erzählen wirst. Okay, meinst du, dass du dann noch dann da sitzt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wer weiß es? Also keine Ahnung. Nach dem Gespräch von eben und nach all dem, was ich immer so nachts mithöre, also das ist, was da alles an dir vorbeizieht, an Schicksalen und so, das ist schon echt enorm, wie du das auch verarbeitest. Echt. Ich mache diesen Job hier sehr gerne. Ja, das kriegt man mit, aber trotzdem. Also das würden viele andere, also ich meine, Psychologen, die sicherlich mit einer ähnlichen Sensibilität rangehen, haben das sicherlich nicht so in der geballten Häufigkeit. Johannes, danke für deinen Anruf, danke. für die sehr späte Rückmeldung. Ja, okay. Und jetzt dir und deiner Tochter und den Frauen, den Müttern einfach rundherum viel Glück wünsche ich. Vielen Dank und alles Gute weiterhin. Dankeschön, tschüss Johannes. Ahoi. Ja, tschüss. So ihr Lieben, morgen, ich muss euch auf morgen hinweisen, morgen ist ja Thema. Morgen heißt unser Thema, ich soll schuld sein. Ich möchte gerne mit euch sprechen, denen man was vorwirft. Also man gibt euch vielleicht die Schuld am Tod des Partners, aber ihr seid gar nicht schuld. Man gibt euch eventuell die Schuld an der Krankheit oder an der Behinderung eines anderen Menschen, aber ihr seid gar nicht schuld. Man gibt euch die Schuld an einem Unfall, aber ihr seid unschuldig. Oder man gibt euch die Schuld an einer gescheiterten Beziehung, aber ihr tragt gar keine Schuld. Ich möchte gerne morgen mit Menschen tragen, die sich zu Unrecht beschuldigt fühlen. Die dann so wirklich von sich aus sagen, ich soll schuld sein, aber ihr seid es gar nicht. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber morgen sprechen wollt, dann meldet euch über die Mailadresse rund um die Uhr, domian@wdr.de oder ruft ab 0 Uhr an, ab 0 Uhr sind wir ja schon immer da. Ich soll schuld sein, heißt das Thema. Und ich möchte mit Leuten reden, die man beschuldigt, obwohl sie gar keine Schuld tragen. In vielerlei Hinsicht vielleicht. Jetzt geht's weiter mit der Melanie. Und Melanie ist 20 Jahre alt. Guten Morgen, Melanie. Hallo. Hallo. Melanie, was geht's bei dir? Hallo, es geht um meine Mutter und ihren lebenskünftigen Mann. Und die heiraten jetzt bei dem 31., denn meine Mutter war Krankenhaus vor kurzem gewesen. Und da habe ich dann geschlafen bei ihrem Mann, weil die dichter dran wohnt. Und dann habe ich mitten am Bett geschlafen. Und dann, ist er zu mir hingekommen und hat mich angefasst und so. Dann bin ich weggegangen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das meiner Mutter erzählen soll. Also, das war jetzt ganz viel auf einmal. Der Mann, den deine Mutter jetzt heiraten will, ja. Der hat versucht, mit dir sexuell irgendwie in Kontakt zu kommen. Genau. Als du mal bei ihm gepennt hast, als deine Mutter im Krankenhaus war. Ja.
Wie war denn das? Hast du da in einem Raum mit ihm geschlafen? Mhm. In einem Bett. In einem Bett sogar? Mhm. Warum? Ja, es war so gewesen, dass sie Krankenhaus war. Ich habe da geschlafen, weil ich weiter weg wohne. Ja. Und die haben so eine ungemütliche Couch und da haben wir abgemacht, dass ich bei ihm mit dem Bett schlafe. Die haben auch jeder getrennte Matratzen, dass da eigentlich ja nicht so Kontakt kommen kann. Also es ist ein großes Bett. Ja. Ja. Und ich dachte auch, halt, da mein neuer Vater ist, halt, dass da nichts so passieren kann. Ne? Ja. So. Wie weit ist er denn gegangen? Ja, er ist zu mir hingerutscht, hat mir sozusagen angefangen zu kuscheln, hat da mich an den Po angefasst, dann wollte er halt vorne gehen. Und dann habe ich in der ganze Zeit in der Minuten gelegt, was mache ich jetzt? Und dann bin ich weggegangen, habe ich mich im Badezimmer eingeschlossen. Ja, später eine geraucht, dann kam er auch und hat gefragt, ja, warum ich dann da sitze und so. Eine kleine Bitte. Irgendwas stimmt mit unserer Akustik nicht. Hast du deinen Fernseher oder dein Radio, den Ton noch an? Nee. Irgendwas klingt seltsam, aber naja, vielleicht kriegen wir es ja so hin. Er hat dich dann aber nicht weiter bedrängt und dass man sagt, er hätte sogar versucht, dich zu vergewaltigen. So weit ging es nicht. Nein. Wie ging es denn dann weiter? Hast du denn dann der noch da geschlafen? Ja. Wieder dann in dem Bett? Ja, leider. Ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich dumm gewesen. Ja, wir haben meine Mutter gleich morgens besucht. Dann irgendwann später abends sind wir nach Hause gefahren. Dann hat er mich gequatscht, dass ich dann wieder mitkomme, obwohl ich damit gekämpft habe, doch lieber nach Hause zu fahren, wegen der Geschichte. Und habe ich irgendwie, ja, weiß ich nicht, so wahrscheinlich auch, weiß ich nicht. Moment mal, du bist, nachdem du da auf die Toilette gegangen warst, in der ersten Nacht, bist du wieder zurück ins Bett gegangen. Ja. Da hat er dich in Ruhe gelassen. Ja. Und die nächste Nacht bist du wieder mit zu dem gegangen. Da waren nur zwei Nächte. Noch zwei Nächte? Das waren nur insgesamt zwei. Ach so, das waren insgesamt zwei Nächte, ja. Und in der zweiten Nacht, wie war das? Komisch für mich, ne? Hat das nochmal versucht? Nee. Hat er sich in irgendeiner Weise dann am anderen Tag dir gegenüber geäußert über diesen Vorfall? Ich auch nicht. Man hat das überschwiegen. Ja. Und du stehst jetzt vor dem Konflikt, soll ich das der Mutter sagen oder nicht? Genau. Du sollst das der Mutter sagen. Wirklich? Ja, finde ich schon. Definitiv. Ich würde sie wieder unglücklich machen. Ja, aber wenn der Typ sowas macht und wer weiß, was er noch alles machen wird oder würde demnächst. Ich finde, das musst du deiner Mutter sagen. Das bist du ihr schuldig. Bin ich nicht selbst von Schuld, irgendwie auch, weil ich da geschlafen habe? Nee. Wie alt ist der Typ? Fast um die 50. Fast um die 50, so. Ey, ich meine, ich finde es schon ein bisschen seltsam, dass er dich in das Bett mitgenommen hat. Da hätte er sagen müssen, pass mal auf, ich lege mich hier auf die Matratze, auf die Erde oder auf die Couch oder weiß ich was. Wie war das? Die Couch ist zu klein oder wie? Es war ungemütlich, da ist steinhart und so. Egal, man kann auch mal eine Nacht auf der Erde schlafen, dann nimmt man sich die Matratze runter. Dann hätte er hätte das anders schon mal vor organisieren müssen. Wenn es aber dazu gekommen ist, dann hätte er aber nun sowas von die Hände von dir lassen müssen. Ihr hattet auch zwei Bettdecken. Ja. Aber ich ein bisschen seltsam finde ich schon auch, dass du nicht gesagt hast, nee, mache ich nicht, schlafe mit dem nicht im Bett. Ja, ich weiß nicht, ich kann mich nicht so durchsetzen. Damals sind auch so Geschichten halt gewesen. Die hat sich ja endlich jetzt getrennt vor fast ein halbes Jahr von ihrem anderen Mann, also mein Stiefvater. Und da ist halt auch was passiert. Und was ist da passiert? Von dem Stiefvater und zu dir? Ja, auch, ja. Gab es einen Übergriff? Mehrere Jahre, weil ich auch sexuell missbraucht war. Ach so. Ja. Dann verstehe ich auch, dass du da so gelähmt warst und gar nicht richtig reagieren konntest. Ich verstehe. Nein, dich trifft keine Schuld, Melanie. Nein, der Kerl ist schuld. Punkt. Keine Diskussion. Der soll die Finger von dir lassen, verdammt nochmal. Du bist die Tochter. Du bist die Tochter seiner zukünftigen Frau. Da grabbelt der dir an deinen Körper. Und das muss deine Mutter wissen. Das muss deine Mutter wissen, was für ein Charakter der Typ hat. Ich finde ja. Du hast natürlich jetzt Angst, dass du deiner Mutter das Glück kaputt machst. Oder? Ich weiß nicht. Sie war glücklich gewesen. Ne? Hat sich auch endlich getrennt. Und ich habe auch Angst, dass sie mir wieder nicht glaubt. Weil damals hat sie sich auch nicht getrennt von ihm, auch erst später. Ach so. Und sie hat dir damals nicht geglaubt? Ich weiß nicht, ob sie mir nicht... Ich denke mal schon, doch. Aber sie konnte nicht handeln, weil ja, sie ist auch
Sachen damals ihrem Vater halt Sachen passiert sind. Ich verstehe. Da ist eine ganze Kette von Unglücken zusammen bei euch laufen da. Mhm. Mhm. Ich wundere mich auch, dass der nichts gesagt hat, dass der nicht Angst hat, dass du das der Mutter sagst. Wahrscheinlich kennt er mich anscheinend. Der geht davon aus, dass das die Melanie sagt eh nichts. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Ich finde ja, dass es gesagt werden muss, Melanie. Ich finde aber auch, wir haben jetzt gar nicht über deine weitere dahinterliegende Vergangenheit gesprochen. Hast du dich irgendwann mal behandeln lassen bei einem Therapeuten? Nicht so ganz. Ich war mal zwischenzeitlich für 3 Monate Klinik und Psychiatrie. Mhm. Da ist aber auch nie was draus geworden. Auch kein weiterer Therapeut, weil das ja schwierig ist auch. Mhm. Ja, mhm. Ja, ich habe eigentlich gar keinen. So, Melanie, ich möchte, dass du mit meiner Psychologin ausführlicher sprichst. Einmal, was dein persönliches Befinden anbelangt. Mhm. Und auch du kannst mit meiner Psychologin natürlich auch nochmal über den Fall reden, den wir gerade hier besprochen haben. Und dir auch nochmal ihre Meinung dazu einholen. Meine Meinung habe ich dir gesagt. Ja. Ja? Dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die heißt Anja, die ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, und hier ist Ender. Ender ist 29. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Ender. Ich habe ja noch Glück gehabt, dass ich doch noch mal komme. Ist leider nicht mehr viel Zeit, aber ich versuche es mal. Deswegen fange ich sofort an. Domian, ich bin Lokführer und das ist eigentlich ein Traumberuf von jedem kleinen Jungen. Aber leider Gottes gibt es auch schlechte Erlebnisse und ich habe am Sonntag einen Personenunfall gehabt. Was heißt Personenunfall? Ein 80-jähriger Mann ist vor meinem Zug gelaufen. Aus Versehen? Ja, ich habe erst gedacht, das ist ein Suizid. Mhm. Dem Anschein nach hatte ich auch ich lag nicht so ganz verkehrt, so wie das passiert ist. Aber im Nachhinein habe ich jetzt erfahren, dieser 80-jährige Mann, ein lebensfroher Mann mit einer Krankheit, die sich Demenz nennt, wo ich bis heute nicht wusste, dass es diese Krankheit gab oder was für eine Krankheit das überhaupt ist. Echt? Hast du noch nie gehört, Demenz? Ja, ich kenne mich da jetzt, ich bin jetzt nicht so involviert in Krankheiten. Mhm. Er verliert hin und wieder mal seine Orientierung. Ja, natürlich. Ja. Und ja, das war nämlich so, ich bin abgefahren von einem Haltepunkt. Bist du richtig Lokführer bei der Bahn? Oder? Ich bin richtig Lokführer bei der Bahn. Mhm. Und Nahverkehr, kein ICE-Lokführer. Mhm. Und ja, da bin ich abgefahren. Mhm. Die Höchstgeschwindigkeit in dem Abschnitt wäre 80 km/h gewesen. Mhm. Ich hatte ungefähr 40 bis 50 Sachen rauf und das war so Ende Bahnsteig. Das ist so mit Büschen und Dickicht. Mhm. Da kam er daher gelaufen und ist dann im Nachhinein habe ich gefahren, er ist gestolpert und gefallen. Mhm. Und direkt vor die Lok? Direkt vor die Lok. Ist dieser Mann tot? Nein, dieser Mann hat überlebt. Ich war heute noch zur Aussage bei der Polizei und habe da die Information bekommen, dass er eigentlich kein Suizid war. Mhm. Es war kein bewusstes sich töten wollen. Vielleicht war es ja wirklich eine Mixtur aus einer Erkrankung und einem Stolpern auch, dass es so ein Unglück war. Also wie gesagt, das Problem für mich ist jetzt eigentlich, ich bin eigentlich ein ziemlich solider und selbstbewusster Mann und so kennen mich auch meine Kollegen. Und an dem Tag ist auch mein Teamleiter sofort rausgefahren, den haben sie dann zu Hause angerufen und der hat alles Mögliche getan, um mich aufzuklären auch, um mir Unterstützung zu geben. Und der hat mir dann auch nahegelegt, einen bahneigenen Psychologen aufzusuchen, wo ich anfangs überhaupt keinen Draht zu hatte. Mhm. Das Problem für mich ist, ich habe so ein bisschen persönlichen Kontakt zu diesen Menschen aufgebaut, weil ich auch vor Ort Ersthelfer war. Ja. Und nachdem der Unfall passiert ist, sind wir dann auch blöderweise in dasselbe Krankenhaus gefahren worden, weil mich mussten sie dann vorsorglich auch hinfahren, damit sie mich durchchecken, ob ich unter Schock stehe. Und ja. Ist denn dieser Mann sehr schwer verletzt? Also ich habe ihm einen Arm abgefahren und Teile des Fußes sind amputiert, aber glücklicherweise am Rumpf und am Kopf hat er keine Verletzungen der Art, also nur Schürfwunden und halt so. Was heißt nur, also das ist schon eine Menge eigentlich. Ja, allerdings. Aber im Vergleich, ja, bei Zugunglücken der Art kann man eigentlich zu 80-90% davon ausgehen, dass man sowas nicht überlebt. Er hat unwahrscheinlich viel Glück gehabt. Und ja, wenn man dann so Ersthelfer ist, also das sind so Automatismen, die man dann abruft, da ist man voll da durch den Adrenalin und alles. Aber als die Sanitäter dann da waren und mich eigentlich abgelöst haben in meinen Handhaben vor
Ort. Mhm. Da bin ich eigentlich so. Mhm. Da kamen die weichen Knie. Verstehe. Und die zittrigen Hände, die fingen an. Und da war. Ende. Jetzt muss ich was ganz Blödes machen. Ich muss mich von dir verabschieden, weil die Sendung jetzt in ein paar Sekunden vorbei ist. Wir melden uns aber gleich nochmal bei dir, ja? Leg du mal bitte auf, wir melden uns gleich nochmal. Alles klar. Bis gleich. Ja. Tschüss. In der Technik Julia Fröhlich und Michael Verhoeven. Morgen.